Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute haben wir den 28. März, wieder mal einen Montag, und nachdem ich mich noch mal kurz hingelegt hatte, habe ich gedacht, das nagt so an mir, dass ich dann doch die nächste Lesung machen möchte. Ich fragte meine Mutter vorhin, soll ich so ungefähr den letzten Teil lesen von Roms Ziele in Theorie und Praxis? Oder soll ich die 38 Zeugen lesen? Und sie meinte, die 38 Zeugen. Also machen wir da ein Video von. Über das andere, Roms Ziele in Theorie und Praxis, da möchte ich noch mal kurz sagen, habe ich letztens von dem Gerald ein tolles Buch geschickt bekommen. Jetzt weiß ich nicht gut aus welchem Jahre, das war Anfang des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall. Weil hier steht gleich zu Anfang, im Frühjahr 1910 schrieb die Berliner Kreuzzeitung, welche ernsten Gefahren der evangelischen Kirche von Seiten des Ultramontanismus noch drohen könnten, wenn man der katholischen Kirche alle ihre gesetzlichen Rechte unbestritten lässt, vermögen wir wirklich nicht einzusehen. Ende Zitat. Also das Buch selber ist wohl anscheinend hier von 1911, von einem sicheren Josef Leute. Das heißt, der Ultramontanismus in Theorie und Praxis. Und das passt natürlich sehr gut vom Titel her alleine schon in Roms Ziele in Theorie und Praxis. Und der Ultramontanismus ist ja auch die Kraft, die der Papst gebraucht, um eben seine Autorität, die, wie wir aus der Bibel wissen, ihm vom Satan verliehen wurde, durchzusetzen. Von daher dachte ich, ich nehme mir vielleicht doch nochmal die Gelegenheit wahr, erstmal ein wenig in dem Buch ein wenig zu blättern und dann das ein klein wenig anschließend an Roms Ziele und in Theorie und Praxis zu lesen. Und von daher dann heute halt den zweiten Teil der 38 Zeugen euch vorzustellen. Nun, den zweiten Teil der 38 Zeugen euch vorstellen. Ja, wie viele Teile wird es davon geben? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vielleicht ist das der letzte, vielleicht kommt noch einer. Muss ich mal sehen. Aber von dem Gerald habe ich letztens auch ein wunderbares PDF bekommen. Und auch da werde ich in der Zukunft, in der nahen Zukunft, ein Video von machen. Und da geht es dann über die wahren und vor allen Dingen religiösen Hintergründe des heutigen sogenannten Ukraine-Krieges. Der hat nämlich eine ganz bestimmte Geschichte. Und die meisten Leute wissen das nicht und verstehen das auch nicht, weil eben Kriege immer einen religiösen Hintergrund haben. Ich habe das, als dieser Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist, direkt gesagt, das hängt damit zusammen. Und inzwischen habe ich schon ein paar Punkte auch gefunden, wo das bestätigt wurde. Aber da will ich jetzt auch gar nicht viel mehr drüber sagen. Jedenfalls ist es so, dass mir der Gerald ein wunderbares Heftchen geschickt hat und jetzt letzte Woche sogar noch mal 6 extra Seiten, die das Ganze noch abrunden. Und das kleine Heftchen hat den Namen, ja, nicht das hier, das lesen wir gleich, Vatikan und Kreml. Ja. Und das werde ich dann lesen. Und ich werde nicht nur das lesen, sondern auch die 6 Seiten dazukommen. Und das geht halt um die Geschichte der Ukraine, nicht, kann man jetzt nicht sagen. Es geht nicht um die Geschichte der Ukraine, aber es geht darum, dass, wenn man das gelesen hat, man den geschichtlichen Hintergrund des heutigen Ukraine-Konflikts versteht. Weil die Welt, da wird ja immer nur erzählt, es geht um irgendwelche Energiebrunnen, also Gas und Kohle und Erdöl, und es geht um Weizen, also um ja, weil die Ukraine anscheinend so ein furchtbar wichtiger Produzent von allem ist, was in unserem täglichen Leben ist, was uns allen vorher niemals aufgefallen war. Auf einmal ist die Ukraine da im Mittelpunkt und eben auch verantwortlich für die ganzen Preissteigerungen und so weiter und so weiter. Und wie das dann immer ist, wenn irgend so ein Krieg ausbricht, die Leute gucken dann ganz verdutzt in der Gegend rum und verstehen überhaupt nicht, wo das alles herkommt und werden dann von der einen Lüge in die nächste Lüge geleitet, und ich möchte euch gerne mit den Lesungen ein wenig geschichtlichen Hintergrund geben, wobei ihr dann verstehen werdet, schlussendlich auch, warum der Krieg tatsächlich stattfinden musste und im Augenblick stattfindet und so stattfindet, wie er stattfindet, und was im Grunde, ich sage es mal zwischen Anführungszeichen, die Endlösung davon ist. Gut, so viel zu dem Thema. Also, die 38 Zeugen. Nun,
In den 38 Zeugen geht es ja um Aussagen hauptsächlich um den Jesuitenorden. Ja? Ein bisschen auch die römisch-katholische Kirche, aber hauptsächlich der Jesuitenorden. Und wenn man den Jesuitenorden verstehen will, dann kann man unglaublich viel studieren, unglaublich viele Bücher lesen, Videos schauen. Also man kann sich da sehr, sehr viel mit beschäftigen. Habe ich auch gemacht in der Vergangenheit. Ich habe zum Beispiel auch Cold War Babylon gelesen, über 500 Seiten des ersten Teiles dieses wunderbaren Buches von P.D. Stewart, Cold War Babylon. Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil davon, das habe ich bis jetzt noch nicht gelesen, weil ich die Zeit nicht habe. Ich habe ja auch das neue Buch von P.D. Stewart liegen, das mir Brett, nachdem wir es vor Jahren bestellt haben, endlich geschickt hat. Pope Francis, Lord of the World, also Pope Francis, der Herr der Welt. Auch wieder 500 Seiten, auch in demselben Zusammenhang. Wunderbar wichtig. Also man kann so unglaublich viel studieren über die Jesuiten. Und mit den 38 Zeugen kommen ja auch sehr wichtige Aussagen zu dem Jesuitenorden. Aber das Ganze mal, ich sage jetzt mal nicht in einem Satz, aber vielleicht so auf einer oder anderthalb Seite in einem Buch geschrieben zusammenfassend. Da habe ich eine wunderbare Zusammenfassung gefunden, genau in dem Papier, was der Gerald geschickt hat über den Ukraine-Konflikt, also Rom und der Kreml. Übrigens, wenn ihr euch mit dem Thema Rom und Kreml beschäftigen wollt, gibt es auch ein ganz, ganz tolles Buch von Avro Manhattan. Ich habe jetzt das Bild nicht hier vorrätig liegen in dem Video. Das könnt ihr euch aber selbst raussuchen. Das hieß, glaube ich, früher The Vatican Washington Alliance und wurde dann erweitert auf The Vatican Washington Moscow Alliance, also die Vatikan, Moskau und Vatikanische Verbindung oder Allianz. Ja. Unglaublich wichtig. Und solche Bücher muss man einfach gelesen haben, um überhaupt die Globalität des Vatikan, die Globalität der Politik zu verstehen und zu verstehen, dass die Jesuiten überall dahinter stehen. Das ist wieder ein Punkt, den macht Avro Manhattan nicht so besonders, weil Avro Manhattan halt selbst ein Malteserritter war und bestimmte Hintergründe einfach nicht belichtet hat. Er sagt auch in seinen Büchern, er belichtet die Dinge von einem weltlichen Standpunkt aus und nicht von einem religiösen Standpunkt aus. Na, aber ich kann von einem weltlichen Standpunkt aus die religiösen Hintergründe dieser Zusammenhänge in der Welt nicht erklären. Das geht nun mal einfach nicht. Ich kann Gott nicht erklären, ohne auch dann an Gott zu glauben und Gott zu besprechen. Das geht nicht. Ja, ich kann Gott nicht ohne die Bibel erklären. Ich kann Gott nicht aus der Evolutionstheorie heraus erklären. Ich kann also auch die ganze internationale Politik und wie das alles zusammenhängt nicht erklären, wenn ich nicht die religiösen Zusammenhänge dabei mit einbeziehe. Wobei der Avro Manhattan, glaube ich, seine Gründe hatte, warum er das nicht getan hat. Deswegen gibt es seine Bücher auch heute noch und die sind wirklich lesenswert. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Englisch zu lesen, dann besorgt euch das Buch The Washington Moscow Vatican Alliance von Avro Manhattan. Ich schau mal eben, ob das auch wirklich der Titel ist. Warte mal, da wollen wir eben schauen. Wenn ich jetzt meinen Browser hier schon mal aufhabe. Avro Manhattan, The Washington Moscow Vatican Alliance. Habe ich das alles richtig geschrieben? Ja, hier seht ihr das. Hier ist das Buch. Hier Bilder. Und dann seht ihr hier das Bild. Dieses war, ich dachte, das wäre jetzt mal ein bisschen größer hier. Nee, das ist hier nicht größer. Ja, der Vatikan, der Dollar, habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Absolut lesenswertes Buch. Ich bin irgendwo auf Seite 60 oder 70 sitzen geblieben. Muss ich auch nochmal weiterlesen. Das ist auch aus Druck, das gibt es im Grunde gar nicht mehr. Das wurde jetzt als Neudruck auferlegt. Ist das hier vielleicht ein größeres Bild? Nee, auch nicht, ne? Nee, das sind alles so diese Bilder hier aus Amazon. Da kriegt man keine größeren anscheinend. Aber ihr könnt das ja jetzt auch hier erkennen, ne? Also das Bild hier, auch wenn das jetzt sehr klein ist, The Moscow Washington Vatican Alliance von Avro Manhattan. Ja, also das Buch kann man sich besorgen, habt ihr gerade gesehen, auf Amazon stand das ja damit bei. Ob es das auch als PDF gibt, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich auch keine Lust, jetzt live in dem Video nachzuforschen. Könnt ihr ja gerne selbst machen, aber das ist ein ganz wichtiges Buch, das kann man ganz sicher anraten. Und auch wenn man das schon gelesen hat, dann wird man ganz sicher einige Dinge auch, was den heutigen Ukraine-Konflikt betrifft, viel besser bestehen. Verstehen. So, okay, das soweit zu dem. Und dann
wie gesagt, weil der Gerald mir das geschickt hat, habe ich natürlich dieses Buch, also dieses Heftchen, das sind im Grunde nur ein paar Seiten, ich glaube aus den Anfang der 60er oder Ende der 50er Jahre, obwohl es in Frakturschrift geschrieben ist, interessant, über Rom und der Kreml oder der Kreml und Rom oder wie heißt das jetzt wieder hier? Vatikan und Kreml. Ja, das hat er mir halt geschickt und dann habe ich das gleich gelesen, weil das ist ja so aktuell, da muss man ja gleich sehen, mache ich da gleich was zu, mache ich da nichts zu, mache ich, aber alles zu seiner Zeit, wie in den Sprüchen eben auch steht, alles hat seine Zeit, alles hat seine Stunde. Wisst ihr ja aus der Verschwörung, da haben wir ja darüber gesprochen, Prediger Kapitel 3, meine ich. Aber da ich jetzt die 38 Zeugen mir vorgenommen habe, weiterhin zu machen, also den nächsten Teil zu machen, bin ich in diesem Vatikan- und Kreml-Papier auf eine Aussage gestoßen von etwas über einer Seite, die das Wesen des Jesuitenordens unglaublich gut darstellt. Ich traue mich fast gar nicht zu sagen, zusammenfasst, aber im Grunde das schon tut. Und da wir ja mit diesen 38 Zeugen sowieso mit diesen wie sagt man, mit diesen Aussagen uns beschäftigen, muss man eben hier ein bisschen dunkler machen, weil sonst blendet das so auf meinem Schirm, kann ich besser lesen, so wenn es dunkel ist. Entschuldigung für das Geräusch meiner Rollläden, die hier runtergehen. Also ich traue mich schon fast nicht zu sagen, wirklich zusammenzufassen, weil etwas so Großes und Umfassendes zusammenzufassen, ist schon fast anmaßend, das zu probieren. Aber es ist eine sehr gute komprimierte Aussage über den Jesuitenorden. So, ich habe vergessen, mein Skype auf Abwesen zu stellen. Das mache ich jetzt auch nicht. Wenn da Meldungen kommen, wie gerade eben von der Miss Marple, dann ist das nicht weiter wild. Dann ist das halt so. Da werde ich dann später drauf eingehen. Aber wir schauen uns jetzt, eben gucken, ob die Kamera alles gut aufnimmt soweit. Na, da habe ich auch letztens Probleme mit gehabt. Das geht, ja. Wir werden uns jetzt diese Aussage angucken, die hier auf dem in dem Buch, in dem PDF auf Seite 3 steht. Also schon ziemlich zu Anfang konnte ich das lesen. Ihr seht, das kommt aus einem größeren Werk, 637 Seiten hier. Später lesen wir noch einen Anhang, da kommt es auf über 950 Seiten. Aber wie gesagt, was ist die Aussage hier? Der Kulturhistoriker Johannes Scher schildert in seinem Werk Deutsche Kultur- und Sittengeschichte den in Spanien im Jahre 1540 gestifteten und vom Papst bestätigten Orden. Doppelpunkt. Und dann kommen Sie in die Aussage. Den in Spanien im Jahre 1540 gestifteten und vom Papst bestätigten Orden habe ich natürlich grün angestrichen, weil der Orden wurde nicht in Spanien gestiftet, sondern er wurde von einem Spanier, Ignatius von Loyola, und sechs seiner Kameraden gestiftet, in 1534, nicht 1540, und nicht in Spanien, sondern in Frankreich. In Paris. Habt ihr die Verschwörungstheorie? Theorie-Videos gut geschaut, da ist der Michael gar nicht drauf eingegangen, dass unter anderem auch die Jesuiten in Paris aufgerichtet wurden. Der kann ja auch nicht an alles denken, aber fügt das jetzt da nochmal mit zu und dann kriegt auch das vielleicht wieder eine ganz andere Bedeutung. Ja? Also, der Jesuitenorden wurde nicht 1540, sondern 1534 aufgerichtet und nicht in Spanien, sondern durch Spanier oder zumindest einen Spanier, den Hauptspanier, Ignatius von Loyola, 1534 in Paris. Aber was sagt uns die Zusammenfassung hier? Zitat: Der Jesuitismus wollte die ganze Erde zu einer Art Gottesstaat im Sinne des Katholizismus, zu einer Domäne des Papstes machen, der natürlich eine Marionette in den Händen des Ordens sein sollte und war. Ihre Organisation war großartig und bewunderungswürdig. Hier war in diametralem Gegensatz zu der Befreiung des Individuums gerichteten Reformationsidee das völlige Hingeben der Individualität an ein Ganzes durchgeführt. Das Herz des Jesuiten schlug in der Brust seines Ordens. Sie hat ein General gehorsamere, nie, Entschuldigung, nie hat ein General gehorsamere, unerschrockenere, heldenmütigere Soldaten gehabt als der Jesuitengeneral. Und nie auch wurde ein Heer mit meisterhafterer Strategie geführt als die Kompanie Jesu. In ewiger Proteuswandlung und dennoch stets dieselbe führte sie den nimmer rastenden
Krieg wieder in die Freiheit, wieder die Freiheit. Alles wurde auf diesen Zweck bezogen und alles musste ihm dienen. Der Jesuit war und ist, füge ich hinzu, Gelehrter, Staatsmann, Krieger, Künstler, Erzieher, Kaufmann, aber stets blieb und bleibt er Jesuit. Er verband sich heute mit den Königen gegen das Volk, um morgen schon Dolch oder Giftfiole gegen die Kronträger in Anwendung zu bringen, wenn bei veränderter Konstellation der Vorteil seines Ordens dies heischte. Er predigte den Völkern die Empörung und schlug zugleich schon die Schafotte für die Rebellen auf. Er scharrte mit geiziger Hand Haufen von Gold zusammen, um sie mit Freigebiger wieder zu verschleudern. Er durchschiffte Meere und durchwanderte Wüsten, um unter tausend Gefahren in Indien, China und Japan das Christentum, also Katholizismus, nicht Christentum, zu predigen und sich mit von Begeisterung leuchtender Stirne zum Märtyrertod zu drängen. Er führte in Südamerika das Beil und den Spaten des Pflanzers und gründete in den Urwildnissen einen Staat, während er in Europa Staaten untergrub und über den Haufen warf. Er zog Armeen als fanatischer Kreuzprediger voran und leitete zugleich ihre Bewegungen mit dem Feldmesszeug des Ingenieurs. Er brachte das Gewissen des fürstlichen Herrn zum Schweigen, der die eigene Tochter zur Blutschande verführt, wie das der vornehmen Dame, die mit ihren Lakaien Ehebruch trieb und ihre Stiefkinder vergiftet hatte. Für alles wusste er Trost und Rat, für alles Mittel und Wege. Er führte mit der einen Hand Dirnen an das Lager seiner prinzlichen Zöglinge, während er mit der anderen die Drähte der Maschinerie in Bewegung setzte, welchen den Augen der Entnervten die Schreckbilder der Hölle vorgaukelte. Er entwarf mit gleicher Geschicklichkeit Staatsverfassungen, Feldzugpläne und richtige Handelskombinationen. Er war ebenso gewandt im Beichtstuhl, Lehrzimmer und Ratssaal wie auf der Kanzel und dem Diskutierkatheder. Er durchwachte die Nächte hinter Aktenfaszikeln, bewegte sich mit anmutiger Sicherheit auf dem glatten Parkett der Paläste und atmete mit ruhiger Fassung die Pressluft der Lazarette ein. Die Pest, Entschuldigung, die Pressluft. Und atmete mit ruhiger Fassung die Pestluft der Lazarette ein. Aus dem goldenen Kabinett des Fürsten, den er zur Ausrottung der Ketzerei angestachelt hatte, ging er in die schmutztriefende Hütte der Armut, um einen Aussätzigen zu pflegen. Von einem Hexenbrande kommend, ließ er in einem friolen Höflingskreise schimmernde Leuchtkugeln skeptischen Witzes steigen. Er war Zelot, Freigeist, Kuppler, Fälscher, Sittenprediger, Wohltäter, Mörder, Engel oder Teufel, wie die Umstände es verlangten. Er war überall zu Hause, denn er hatte kein Vaterland, keine Familie, keine Freunde, denn ihm musste das alles der Orden sein, für welchen er mit bewunderungswürdiger Selbstverleugnung und Kraft lebte und starb. Ja, es tut mir leid, dass ich mich hier und da ein wenig verlesen habe. Das passiert mir bei der Frakturschrift immer noch mal. Passiert anderen Leuten auch bei normaler Schrift. Also von daher, das kann passieren. Jedenfalls, das war eine sehr interessante Zusammenfassung. Und ich lasse das hier auch jetzt unkommentiert. Ich werde aber, wenn ich das Heftchen selbst lese, in Verband mit dem oder in Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt, wie ich sagte, dass das kommen wird, dann werde ich auf das ein oder andere Wort oder ein oder andere, die ein oder andere, das ein oder andere Detail in dieser Zusammenfassung noch mal kurz eingehen, extra eingehen. Jetzt lasse ich das erstmal nur so stehen. Wir haben ja noch die 38 Zeugen, das Papier, mit dem wir uns weiter beschäftigen wollen. Und wir wollen heute noch mal ein paar weitere Zeugen uns anschauen.
Dann gehen wir jetzt zu dem Papier und lesen dort weiter. Wir hatten letztes Mal aufgehört mit dem Jesuitengeneral Michelangelo Tamburini, der lebte zwischen 1648 und 1730 und der 14. Generaloberer der Gesellschaft Jesu war. Sehen Sie, mein Herr, diese Aussage wird ihm zugeschrieben und die kann man an vielen Stellen im Internet lesen, in vielen Büchern ist sie bereits dokumentiert. Also all diese Aussagen, wie gesagt, sind wirklich dokumentiert. Nicht nur hier in diesem, auf dieser Webseite. Das war ja World's Last Chance, wovon der Gerald das gefunden hatte. Sondern wie gesagt, das gibt es an vielen anderen Stellen und das authentiziert diese Aussagen. Sehen Sie, mein Herr, von diesem Zimmer aus reicht mein regierender Arm nicht nur bis Paris, sondern bis nach China. Und nicht nur bis China, sondern bis in den kleinsten Winkel dieser Erde, ohne dass irgendjemand weiß, wie ich das tue. Das könnte man jetzt in die moderne Zeit heute übertragen und sagen, sehen Sie, mein Herr, von diesem Zimmer aus reicht mein regierender Arm nicht nur bis Washington, sondern bis nach Moskau. Und nicht nur bis Moskau, sondern bis in den kleinsten Winkel dieser Erde, ohne dass irgendjemand weiß, wie ich das tue. Wenn man das versteht, dann sieht man den im Augenblick angehenden Ukraine-Konflikt mit ganz anderen Augen. Eine Aussage von Antichrist Papst Clemens XIV., der lebte zwischen 1705 und 1774. Das war der Papst, der den Jesuitenorden mit der päpstlichen Bulle Dominus ac Redemptor Noster ja so gesagt verboten hat. Dies sind die Worte von Papst Clemens XIV., als er die Bulle zur Unterdrückung und Ausrottung der Jesuiten verfasste. Eine Bulle ist das mächtigste Rechtsdokument, das ein Papst verfassen kann. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, ich hatte in der letzten Sendung ja eine Bulle gesucht, wo ich sagte, hier bekommt der General der Jesuiten absolute carte blanche, also absolute Handlungsfreiheit. Und mir fiel der Name nicht ein und ich habe das natürlich dann nachgesucht und der Name dieser Bulle war Injunctum Nobis aus 1543, eben auch von demselben Papst Paul III. Die Bildersuche Injunctum Nobis liefert englischen und deutschen Text des Buches von Griesinger, der Bulle. Also ich kann jetzt hier Injunctum Nobis mal eingeben. Und dann können wir mal sehen, ob wir da noch ein Bild zu haben. Injunctum Nobis, voilà, hier steht es schon. Und dann hat er hier diese Bulle. Das ist einmal in Englisch und einmal in Deutsch. Ja, was wir eben auch hier sehen, was da drin steht. Das ist das, was ich zitiere. Das kommt aus dem Griesinger Buch. Ja, also deswegen habe ich das beigeschrieben. Schauen wir uns das mal eben an, ne, dass wir nochmal darauf zurückgehen. Ein anderer Orden rühmen konnte die Ermächtigung, nämlich, Zitat, dass sowohl Loyola als auch jeder künftige Ordensgeneral, zwar unter Einholung des Rats der Vornehmsten der Gesellschaft Jesu, also ihres eigenen Ordens, aber sonst völlig nach Willkür die Gesetze des Ordens ändern, respektive aufheben oder mit Zusätzen versehen oder ganz neu kreieren könne, je nachdem dies die Umstände für nötig oder vorteilhaft erscheinen lassen. Und dass diese veränderten oder neu geschaffenen Konstitutionen, selbst in dem Fall, wenn der römische Stuhl, also das ist der weiße Papst, wenn der römische Stuhl gar keine Kenntnis von ihnen habe, dieselbe Gültigkeit haben sollten, als hätte sie der Papst bestätigt. Solche steht wörtlich in der Bulle Injunctum Nobis. Das ist aus dem Griesinger Buch herausgesucht, das Zitat. Das habe ich euch dann hier mal eingeklebt eben. Und das ist das, was ich letzte Woche, oder bei der letzten Lesung, ich kam auf den Namen der Bulle nicht, die wurde ja 1543 von demselben Papst, Paul III., der die Jesuiten 1540 ordiniert hat, wurde diese Bulle auch unterschrieben. Ja? Also ganz deutlich nochmal, wer denkt, dass der weiße Papst den Jesuitenorden kontrolliert, der sollte nochmal umdenken
und sollte sich die wahren geschichtlichen Papiere zeigen lassen, wie unter anderem die Bulle Injunctum Nobis, wo ganz klar drin stand, dass Ignatius von Loyola und jeder zukünftige General der Gesellschaft Jesu die Möglichkeit hat, völlig nach Willkür, also nach eigenem Willen, die Gesetze des Ordens zu ändern, respektive die Gesetze des Ordens aufzuheben oder die Gesetze des Ordens mit Zusätzen zu versehen oder sogar ganz neue Gesetze kreieren kann, je nachdem dies der Umstände für nötig und vorteilhaft erscheinen lassen. Das heißt, der Zweck heiligt die Mittel. Wenn der General das bestimmt, dann tut er das. Wer hat hier also die Macht? Dieser Clemens der 14. sagt also, Zitat, die Anordnung zur Unterdrückung der Jesuiten ist vollendet. Ich bereue sie nicht, da ich sie für wohl durchdacht und gut begründet halte und weil ich glaube, dass sie notwendig für die Kirche ist. Hätte ich sie noch nicht befohlen, würde ich es jetzt tun. Doch diese Androhung zur Unterdrückung wird mein Todesurteil sein. Das sagt er hier wohlweislich, natürlich wissend, dass er hier mit die Macht des Jesuitengenerals einschränkt. Wenn ich den Orden des Generals verbiete, dann schränke ich ja wohl seine Macht ein, ohne selber diese Macht zu haben. Nach außen hin vielleicht schon, aber nach innen mit der Bulle wissen wir ganz klar, es ist der schwarze General, der die Macht hat, nicht der Papst, der Antichrist. Papst Clemens der 14. kannte die Jesuiten sehr gut und erwartete, dass sie ihn ermorden würden. Und er hatte recht. Er wurde vergiftet. Eine Bäuerin ließ sich überreden und verschaffte sich verkleidet Zutritt in den Vatikan. Diese bot dem Papst eine Feige an, in der das Gift verborgen war. Antichrist Papst Clemens der 14. liebte Feigen. Er griff ohne Zögern zu und aß die Frucht. Noch am selben Tag erschienen die ersten Symptome einer ernsthaften Erkrankung. Anschließend fühlte der Papst ein heftiges Brennen in den Eingeweiden. Er kam schnell zu der Überzeugung, dass man ihn vergiftet hatte und sagte, »Alas, I knew they would poison me, but I did not expect that I would die in such a cruel manner.« Ach ja, das ist das Englische. Also im Deutschen steht hier, »Ach, ich wusste, dass sie mich vergiften würden. Aber ich hatte nicht erwartet, dass ich auf eine derart langsame und grausame Weise umgebracht werden würde.« Seine Qual dauerte monatelang, bis er schließlich starb. Corbinin nannte ihn das arme Opfer der abscheulichen Jesuiten, denen der Bischof von Pistoia, Scipio di Ricci, der Neffe und Erbe des Jesuitengenerals Lorenzo Ricci, diesbezüglich zugestimmt hatte. Von Scipio di Ricci, der war Bischof im Norden von Italien, ich komme nicht mehr drauf vorhin, der hat auch ein Buch geschrieben in ein oder zwei Teilen und das habe ich hier irgendwo liegen und das werde ich auch irgendwann mal lesen. Das ist aus dem 17. Jahrhundert. Auch sehr interessant, habe ich auch schon mal reingeschaut, aber das ist halt ja, Recherche, die man so nebenbei macht. Man kann ja nicht alles online lesen. Aber der Scipio di Ricci war verwandt mit dem Jesuitengeneral Lorenzo Ricci. Ah ja, das war ja der, genau, Lorenzo Ricci. Jetzt fällt mir gerade für Schuppen von den Augen. Das war ja der, der die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika in die Wege geleitet hat. Und dafür musste der Jesuiten natürlich erstmal untertauchen. Ne? Also, da gehen wir jetzt schon fast zurück in das Wissen von Herrscher des Bösen. Da wird das ja deutlich beschrieben, dass wir ja wissen, dass der Untergang der Jesuiten erforderlich war dafür, dass die Jesuiten handeln konnten, ohne dass sie verdächtigt werden würden, eben hinter der Erschaffung der Nation der Vereinigten Staaten von Amerika zu stehen. Der Jesuitenorden wurde verboten 1773, 1776 kommt die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika, 1789 kommt die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika selber und 1814, schwuppdiwupp, siehe da, oder 1815 war Waterloo, 1814 sind die Jesuiten wieder da durch Papst Pius VII. Also
Und in der Zwischenzeit haben sie gearbeitet unter der Maske der, zwischen Anführungszeichen, Illuminaten. Ja, die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, dass die Illuminaten und die Jesuiten ein und dasselbe sind, die bereits eine Verfassung bekommen hatten von dem deutschen Professor des kanonischen Rechts an der Universität von Ingolstadt, Adam Weishaupt. Seht ihr, wie schön das ist, wenn die Puzzleteile sich ineinander fügen, weil man Geschichte mehr und mehr gut versteht? Seine Qual dauerte monatelang, bis er schließlich starb. Comeni nannte ihn das arme Opfer der abscheulichen Jesuiten, denen der Bischof von Pistoia, das war der Platz, wo Scipio di Ricci regiert hat als Bischof, der Neffe und Erbe des Jesuitengenerals Lorenzo Ricci, diesbezüglich zugestimmt hatte. Papst Pius VII. Lebte zwischen 1742 und 1824. Förderergesellschaft Jesu, er gab ihnen ihre Stellung zurück, habe ich gerade eben schon erwähnt. Ich habe jetzt auch mir heute das Papier nicht angeguckt, weil ich überhaupt keine Zeit zu gehabt. War viel zu müde. Letzte Nacht war die Zeit, vor zwei Nächten war die Zeitumstellung, da war Wochenende über gearbeitet, ich bin viel zu müde, aber das Lesen hier macht mich jetzt wieder richtig fit und dann macht auch tierisch Spaß. Aber ich habe keine Zeit gehabt, vorher reinzugucken in das Papier nochmal. Ich hatte gerade eben gesagt, dass 1814, wenn ich mich richtig erinnere, Antichrist Papst Pius VII. Die Jesuiten wieder eingeführt hat, mit dabei noch der Strafe damit bei, wenn jemand nochmal irgendwann versucht, die zu verbieten, dann ist er ein Leben lang verdammt, oder wie auch immer. Na, jedenfalls sagt er hier, bald nach seiner Entlassung aus Napoleons Gefängnis im Jahr 1814 gab Antichrist Papst Pius VII. Den Jesuiten ihre vormalige Stellung zurück, nämlich durch die Bulle Solicitudo Omnium Ecclesiarium. Ja. Zitat: Wenn jemals irgendjemand wieder versuchen sollte, sie, also das heißt die Gesellschaft Jesu, abzuschaffen, wird er sich den Zorn des Allmächtigen und der heiligen Apostel Petrus und Paulus zuziehen. Ende Zitat. John Adams lebte zwischen 1735 und 1826, war der zweite Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wenn ich mich nicht ganz doll irre, sein Sohn John Quincy Adams war ein späterer Präsident. Und dieser John Adams, meine ich, ist derjenige, der auf dem Grabstein stehen hatte, I killed the Banks. Im Jahr 1816 verfasste John Adams einen Brief an Thomas Jefferson, den dritten Präsidenten der USA, worin er über die Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu schrieb. Zitat: Meine Geschichte der Jesuiten ist nicht besonders wortgewandt geschrieben, doch sie stützt sich auf unanfechtbare Autoritäten. Sie ist sehr genau und enthält schreckliche Dinge. Die Wiedereinsetzung dieses Ordens ist tatsächlich ein Schritt zurück in die Dunkelheit. Ein Schritt in Richtung Grausamkeit, Niedertracht, Willkür, Tod. Ich kann das Auftreten der Jesuiten nicht leiden. Wenn es jemals eine Bruderschaft gegeben hat, welche auf dieser Erde und im Jenseits die ewige Verdammnis verdient, dann ist es diese Gesellschaft von Ignatius von Loyola. Sollen wir etwa keine angestammten Schwärme von ihnen hier haben, und zwar in so vielen Tarnungen, wie sie nur ein König der Zigeuner ersinnen kann? Sie verkleiden sich als Maler, als Verleger, als Buchautoren, als Schuhmeister. Doch unser System zwingt uns dazu, ihnen Asyl zu gewähren. Ja, also zu den Aussagen von John Adams möchte ich noch mal was beifügen. Also erstens mal sehen wir hier eine wunderbare Spiegelung dessen, was ich gerade aus dem Papier Vatikan und Kreml vorgelesen habe. Na? Sie verkleiden sich als, na, da hat er ja gesagt, die Jesuiten können auftreten als, auch verschiedene Dinge aufgezogen. Und da geht es halt im Großen und Ganzen um die Jesuiten des, ich weiß gar nicht, wie man das im Deutschen nennt. Im Englischen ist es Short Robes, ja, der kurzen Röcke, also die Schwarzröcke der kurzen Röcke. Jetzt nicht, dass die Mini-Röcke anhaben, das ist da nicht mit gemeint. Aber es ist damit gemeint, dass es halt Menschen gibt, die einige Jahre, meistens zwei oder drei Jahre, intensiv von Jesuiten ausgebildet wurden, aber dann nicht für das Priestertum ausgewählt werden, weil es geht nicht darum, was die Leute selbst machen wollen. Es geht darum, was ihnen von oben gesagt wird, was sie tun können. Ja, weil es ist der General, es ist die
Hierarchie des Ordens, die bestimmt, was mit neuen Gliedern passiert. Und viele werden dann eben als säkularisierte Jesuiten benutzt. Das heißt, mit anderen Worten, sie leben in dieser Welt, in den Berufen, die wir hier genannt haben und andere auch noch, völlig unerkannt, aber sie sind Jesuit. Das heißt, sie praktizieren die jesuitische Moralphilosophie. Sie praktizieren jesuitisches religiöses Dogma. Sie sind 100% dem Jesuitenorden angehörig. Nicht als Priester, sie sind keine geweihten Priester, aber sie sind Jesuiten-Koadjutoren, nennt man sie auch. Die Kurzröcke. Und das sind die Leute, über die hier der John Adams gesprochen hat. Und das war, wie gesagt, ein Briefwechsel an Thomas Jefferson. Und Thomas Jefferson hat da auch noch drauf erwidert. Das kann man im Internet sich gerne mal raussuchen. Man kann sich den Briefwechsel anschauen. Da gibt es eben verschiedene, noch etwas tiefer gehende Aussagen als das, was hier steht. Das hier ist ja, wie gesagt, eine Zusammenfassung davon. Und wenn ich mich nicht erinnere, ist es John Adams, der geschrieben hat, I killed the bank. Ja, wollen wir eben gucken, ob ich jetzt recht habe damit. Ich möchte das ja immer gerne bestätigt sehen, dass ich hier nicht verkehrt liege. I killed the bank. Bank war. Ja, okay. 1832 bis 36, der Präsident lebte 1735 bis 1826. Das war jetzt der Bankkrieg selber hier, oder war es Andrew Jackson? Vielleicht habe ich mich jetzt irgendwie verrannt. War es nicht der Adams oder was auch immer? Mal gucken, was steht denn hier auf dem Control F. Tombstone, steht hier nicht bei. Oder ist das Tomb? Ne, auch nicht. Na jedenfalls, es war dieser oder es war der folgende Präsident. Also hier Andrew Jackson kann es auch gewesen sein. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Der halt eben sagte, I killed the bank. Da ging es um die amerikanische private Bank, also Zentralbank, wie heute die Federal Reserve. Ne? Damit sind sie endlich durchgekommen. Die Vorgeschichte der Federal Reserve kennt ihr, weil ihr habt ja unsere Videos geschaut über das Versenken der Titanic und die Hintergründe davon. Und daraus ist halt vorgekommen die Vatikanische Federal Reserve Bank, die ja heute in der Welt immer noch tonangebend ist. Aber und der John Adams oder sein Nachfolger, der auf dem Grabstein stehen hatte, ich tötete die Bank, I killed the bank, ist halt derjenige, der damals die Verlängerung der Erlaubnis dieser Bankführung in Amerika nicht gewährt hat. Und deswegen ist die Bank damals abgeschafft worden und sind die Amerikaner wieder übergegangen, ihr eigenes Geld zu machen. Und das geht ja nun mal gar nicht im antichristlichen System. Gut, gehen wir weiter. Napoleon Bonaparte. Der hat ein paar sehr interessante Aussagen gemacht. Unter anderem hat er die Aussage gemacht, die ich auch früher schon mal in anderen Lesungen genannt habe, aber dann lesen wir es hier gerne nochmal eben durch. Die Jesuiten sind eine militärische Organisation, kein religiöser Orden. Übrigens, man sollte sich vielleicht mal anschauen, mit welchen Orden der hier alles abgebildet ist. Napoleon war Hochgrad Freimaurer, mindestens 33. Grad. Er lebt zum Ende des 18. Jahrhunderts und Beginn des 19. Jahrhunderts und war mit dahin vollkommen eingebettet in die Struktur der Freimaurerei, die ja von den Jesuiten geleitet wird. Also, er war ein Jesuitenschüler, vielleicht ohne es zu wissen. Ist auch egal, seine Aussage, ob sie jetzt richtig ist, richtig ist, ist eine andere Sache. Ob sie von ihm kommt oder nicht, das lasse ich jetzt mal hier in der Mitte stehen. Aber diese Aussage wird ihm zugeschrieben und diese Aussage ist hundertprozentig korrekt in der Thematik, in dem, was darin steht. Die Jesuiten sind eine militärische Organisation, kein religiöser Orden. Deswegen wurden sie auch gegründet mit der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesia, die Kirche im Krieg.
Ihr Chef ist General einer Armee und nicht Abt eines Klosters. Das Ziel dieser Organisation ist Macht. Macht in ihrer willkürlichsten Form. Absolute, universelle, sprich katholische Macht. Eine Macht, durch die ein einzelner Mann die gesamte Welt kontrolliert. Jesuitismus bedeutet Ausübung von Willkür in ihrer extremsten Form und bietet gleichzeitig enorm viele Möglichkeiten, diese Macht zu missbrauchen. Der General der Jesuiten besteht darauf, der Herr der Herrscher über alle sonstigen Herrscher zu sein. Wenn die Jesuiten irgendwo anerkannt werden, werden sie dort über kurz oder lang zur regierenden Kraft, koste es, was es wolle. Ihre Gesellschaft ist von Natur aus diktatorisch und von daher der unversöhnliche Feind jeder konstitutionellen Autorität. Das muss ja Napoleon wissen, der war ja selbst ernannter Kaiser. Ne? Jedes Verbrechen, wie scheußlich es auch sei, ist in ihren Augen eine lobenswerte Tat, wenn es im Interesse der Gesellschaft Jesu oder im Auftrag ihres Generals begangen wird. Nun ist ja hierbei auch interessant mal zu sehen, der Napoleon hat sich ja auch selbst zum Kaiser gekrönt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr das war. Der Papst war ja dabei. Er hat sich im Beisein des Papstes selbst zum Kaiser gekrönt. Hat also nicht die Herrschaft des goldenen Schlüssels über den silbernen akzeptiert. Ne? Weil der Kaiser ist ja die höchste Autorität im Weltlichen. Und der goldene Schlüssel ist halt die höchste Autorität im Geistlichen. Und wir wissen aus vielen Lesungen und auch zukünftigen Lesungen, da wird es immer wieder bestätigt, die römisch-katholische Kirche sagt, die geistliche Macht steht über der weltlichen Macht. Napoleon hat aber im Beisein des Papstes sich selbst die Krone aufgesetzt. Das kann natürlich auch irgendwo damit zu tun haben, dass er vielleicht auch hier dem Papst nicht nur gesagt hat, dass er über den Papst stehen würde, sondern oder den Papst nicht braucht, um seine Macht auszuüben. Das kann ja vielleicht auch sein, weil er ja ein Hochgrad-Freimaurer war, Jesuiten gesteuert, dass er nochmal deutlich die Botschaft gegeben hat, du, weißer Papst, hast gar nichts zu sagen. Die Macht liegt beim schwarzen Papst. Und unter dem seiner Rigide stehe ich als Freimaurer und deswegen kröne ich mich selbst zum Kaiser und du hast gar nichts zu sagen. Kann man vielleicht auch unter dem Aspekt mal verstehen. Adam Weishaupt, da habe ich in früheren Lesungen schon viel drüber gesprochen, auch vorhin habe ich ihn kurz erwähnt, lebte zwischen 1748 und 1830, war ein deutscher Philosoph, Jesuit und Gründer des Illuminatenordens. Natürlich werdet ihr da ganz viele Desinformationen im Internet drüber finden und Abstreitungen. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Jesuiten sind und bleiben eine Geheimgesellschaft. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr auf offiziellen Seiten da überall nichts als die Wahrheit lest, dann geht zurück schlafen. Ja? Also das bringt überhaupt nichts. Und geht zurück schlafen, da wollte ich jetzt gerade sagen, dann nehmt die rote Pille. Nee, nehmt nicht die rote Pille. Michael hat da mal eine ganz tolle Bemerkung gemacht. Der hat ja eine Beobachtungsgabe, das ist ja wirklich bewundernswert. Er meinte, in dem Film Die Matrix, erinnert euch ja sicher, da wird dem Neo ja vorgeschlagen, also was das jetzt alles für Hintergründe hat über die Matrix, da könnte man, glaube ich, auch 200 Sendungen drüber machen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, das überlasse ich eurer eigenen Nachforschung, dass ihr wisst, was das für ein Film ist und was der eigentlich aussagen will. Aber da wird dem Neo ja von diesem Morpheus, glaube ich, heißt der, werden da zwei Pillen angeboten. Nach dem Motto, nimm die rote und du wirst wach, nimm die blaue und geh wieder schlafen. Und Michael meinte, ja eigentlich müsste das ja umgekehrt sein. Weil rot steht für Sünde und Tod und blau ist ja eigentlich eine göttliche Farbe. Wissen wir aus dem Grunde, weil zum Beispiel die Priester in Israel im Alten Testament in ihrem Gewand, die hatten ja da so verschiedene Schmücke an ihrem Gewand dran und so eine Brusttafeln und all solche Sachen. Und da war die Farbe Blau mit drin. Da war auch Scharlach und Purpur, wie in der
römisch-katholischen Kirche dabei. Aber daneben war auch noch blau. Und das findet man in der römisch-katholischen Kirche nicht. Deswegen steht eben auch die Hure beschrieben als die Kirche von Scharlach und Violett. Ne? Und eben das Blau ist da nicht bei, was ein wahrer Priester eben dabei hat. Das fand ich auch ganz interessant, dass Michael da den Punkt machte über die Pille. Dass er sagt, guck mal, da wird euch als Zuschauer dieses Films verkauft, nimm die rote Pille, die ist gut, die macht dich wach, nicht die blaue, dann schläfst du weiter. Was eigentlich eine Verdrehung ist, wenn man einfach nur mal die Farben analysiert und den Sinn der Farben, die Bedeutung der Farben mal dabei nimmt. Dann steht Rot eben gerade für das Schlimme, für das Schlachten, für das Töten, für die Sünde, für den Tod, für das Blut. Und eben die Blaue steht dann eben für das Gute. Also eigentlich hätte er die blaue Pille nehmen müssen und aufwachen. Ne? Also die Wirkung muss natürlich auch richtig dran gelingt sein. Aber das fand ich einen wichtigen Punkt, den Michael mal gemacht hat. Dankeschön dafür, Michael, dass ich das hier so wiedergeben darf. Ich hoffe, ich habe es gut wiedergegeben. Schon lange her, dass wir darüber geschnackt haben. Also dieser Adam Weishaupt, der sagt, Zitat: Die Macht, welche die Repräsentanten des Jesuitenordens in Bayern erlangt hatten, hatte einen so hohen Grad erreicht, dass man sie absolut nennen kann. Mitglieder des Ordens der Jesuiten waren Lehrer und Beichtväter der Fürsten. Daher besaßen sie direkten Einfluss auf die Regierungspolitik. In ihren eifrigen Händen lag auch die Zensurgewalt über religiöse Angelegenheiten, sodass auch einige Pfarreien sich ihrer Autorität unterordnen mussten. Gleichzeitig ergriffen die Jesuiten von allen öffentlichen Bildungseinrichtungen Besitz, um den alleinigen Beitrag zur Etablierung und Festigung des Katholizismus zu leisten und jeden protestantischen Einfluss auszurotten. Sie gründeten und kontrollierten die Mehrzahl der bayerischen Akademien und leiteten auch die weiterführenden Schulen in den ländlichen Gegenden. Und das nicht nur in Bayern, weil wir wissen ja, Ratio Studiorum, die Jesuiten schreiben alle Lehrbücher von allen Schulen heutzutage. Aber er spricht ja auch hier über das 18. und 19. Jahrhundert. Marquis de Lafayette, ein französischer General und Politiker, auch ein Hochgradfreimaurer, sehr dicht an George Washington. Ich glaube, George Washington hat selbst sein Kind nach General Lafayette benannt. Oder, nee, Lafayette hat sein Kind nach George Washington benannt. So rum war es. Ich bin folgender Ansicht, sagt der französische General und Politiker, der eben auch in dem Unabhängigkeitskrieg der Kolonien gegen England mitgekämpft hat, an der Seite der, zwischen Anführungszeichen, Rebellen, ja, der Kolonialmächte, der Kolonialisten. Ich bin folgender Ansicht, sagt er: Wenn die Freiheitsrechte dieses Landes, der Vereinigten Staaten von Amerika, vernichtet werden sollten, dann wird die Raffinesse der römisch-katholischen Jesuitenpriester daran schuld sein. Denn diese sind die mächtigsten und gefährlichsten Feinde der bürgerlichen und religiösen Freiheit. Sie haben die meisten Kriege angezettelt, die in Europa stattfanden. Die meisten, na, sie haben alle, sag ruhig, angezettelt, die in Europa stattfanden und stattfinden. Das können wir heute aus dem 18. 19. Jahrhundert in das 21. Jahrhundert übertragen. Sie sind die mächtigsten und gefährlichsten Feinde der bürgerlichen und religiösen Freiheit. Interessant finde ich dabei, dass er hier diese Aussage trifft: Ich bin der Ansicht, dass wenn die Freiheitsrechte der Vereinigten Staaten von Amerika vernichtet werden, dann wird es durch die Raffinesse der Jesuitenpriester passieren. Er selbst, Hochgradfreimaurer, er selbst wusste oder hätte wissen müssen, wer hinter der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika überhaupt ist. Das ist ein so komplexes Thema, da bräuchte man selbst noch mehr Lesungen zu als die, die ich in Herrscher des Bösen gebraucht habe. Aber ich glaube, es ist einem jeden deutlich, der die Lesung Herrscher des Bösen verfolgt hat und jetzt hier die Lesung auch verfolgt, zu verstehen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, um den Einfluss von England auf die Kolonien natürlich zu beenden und
Was die meisten Leute überhaupt nicht verstehen, ist, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nach außen hin protestantisch erscheinen, aber von innen schon immer, von Anfang an, jesuitisch waren. Nicht nur katholisch, nein, jesuitisch. Was glaubt ihr, warum die Vereinigten Staaten von Amerika die Jesuiten niemals verboten haben? Sollte man sich doch mal fragen, wenn man dieses Thema sich ein wenig anschaut. Ich denke, wir werden von 38 Zeugen noch einen dritten Teil irgendwann sehen. Friedrich von Hardenberg, 1772 bis 1801, ein deutscher Philosoph und Schriftsteller, ist ja sehr jung gestorben. Was sagte der Friedrich von Hardenberg? Nie zuvor war in der Weltgeschichte solch eine Gesellschaft wie die der Jesuiten aufgetaucht. Sie entwarf ihre Pläne zur Ergreifung der Weltherrschaft mit solch großer Siegessicherheit, dass sie darin selbst den alten Senat von Rom übertraf. Tja, und wie kann das? Doch nur, weil Offenbarung 13 richtig ist. Was steht denn in Offenbarung 13 drin? Die Schlange, der Drache, gab ihm Macht, Autorität und seinen Sitz. Und dazu gehört eben auch der Sitz des Generals der Jesuiten. Nicht von Anfang an. Die römisch-katholische Kirche, der Antichrist, der Papst besteht schon länger. Aber nichtsdestotrotz ist der Jesuitenorden ein Teil der römisch-katholischen Kirche. Das heißt, alle Autorität, die römisch-katholische Kirche hat, ist gegeben durch den Drachen, Satan, den Widersacher, den Teufel. Nie zuvor war in der Weltgeschichte eine solche Gesellschaft aufgetaucht. Na, das würde ich nicht sagen. Ein wenig weniger, kräftig vielleicht, um es so auszudrücken, waren die Tempelritter. Also die Tempelritter waren nicht so umfassend, wie die Jesuiten waren, aber die Tempelritter waren eine Vorläufergesellschaft der Jesuiten, wie wir ja auch in Herrscher des Bösen gelernt haben. Die Jesuiten sind im Grunde die wiederbelebten Templer. Ich würde heutzutage sagen, die Jesuiten sind die Templer auf Steroiden, ne, und Steroids, ne, also auf Hochpower-Drogen. Ne, erreichen deshalb auch noch so viel mehr und setzen im Grunde alles das um, was schon ewig geplant war. Deswegen steht es auch so geschrieben und der Teufel weiß das nur eine kurze Zeit und deswegen macht er jetzt so viel Dampf mit der Agenda. André-Marie Jean-Jacques Dupin, zwischen 1783 und 1865, ein französischer Politiker, der sagt, die Jesuiten sind ein blankes Schwert, dessen Heft sich in Rom befindet. Doch seine Klinge ist überall anwesend und zugleich unsichtbar, bis man ihren Stich fühlt. Das finde ich ein schönes Zitat mit der Länge eines Videos von fast einer Stunde, um das abzuschließen. Und ich werde mich dann wohl noch mal ans Mikrofon begeben müssen, um eine nächste, dritte Sendung der 38 Zeugen zu machen, weil mit dem Papier bin ich noch nicht durch und ihr möchtet ja sicher den Rest auch noch sehen. Jetzt mache ich mich ganz schnell dran, das Video zu verarbeiten, weil es ist schon 5 Uhr und es auf YouTube hochzuladen, dass wir heute Abend um 8 Uhr die Premiere hiervon zusammenschauen können. Ich freue mich unbändig auf eine ordentliche Zuschauerschaft und auf viele, viele, viele Kommentare, weil in diesem Video werde ich die Kommentarsektion öffnen. Wenn ich unter diesen Videos dieselben diskriminierenden, beleidigenden und attackierenden Kommentare finde, wie sie bei den Verschwörungen kommen, dann schalte ich auch hier die Kommentarfunktion ab. Ich habe nämlich keine Lust, mich mit solchen Sachen rumzuschlagen. Und zum Glück haben auch die meisten meiner Zuschauer keine Lust, solche Kommentare zu lesen oder sich mit solchen Sachen rumzuschlagen. Deswegen mache ich kurz einen Prozess. Aber ich freue mich auf alle ehrlichen, anmutigenden und positiven Kommentare und auch weiterführende Kommentare. Auch wenn da zum Beispiel mal Leute sind, die sagen von Jörg, schau mal, kennst du dies oder kennst du diese Aussage? Kannst du dieses Zitat vielleicht bringen? Jetzt mal angenommen, das ist ja noch nicht drin in diesem Papier, ne? Dass man über andere solche Dinge sprechen kann, bin ich immer gerne zu bereit. Ja? Aber die jesuitische Vorgehensweise
den Charakter des Vortragenden zu attackieren, anstatt seine Nachricht, dulde ich nicht. Und solche Leute werden vom Kanal schneller gebannt, als dass ihr mit den Augen zwinkern könnt. Und dann sind die weg. Aber ich möchte auch wirklich nicht die Kommentarsektion schließen müssen deswegen, weil ich lebe ja von dem Austausch mit meinen Zuhörern und Zuschauern, weil da kriegt man ja auch viele neue Gedanken. Ich hätte ja solche Leute wie den Gerald wahrscheinlich ohne diese Videos niemals kennengelernt und die hätten auf diese Art und Weise niemals Kontakt aufgenommen. Wenn ich immer nur Videos ohne Kommentarsektion mache, wäre das vielleicht auch nicht davon gekommen. Also ich möchte es eigentlich nicht, aber haltet euch bitte an die Regeln in diesem Kanal und die stehen ja in einigen Videos unten drunter. Ich werde mal sehen, ob ich sie hier in das Video auch mit reinmache. Und wenn ihr wahre Christen seid, die Wahrheit wissen wollen, dann wisst ihr ja, wie man den anderen zu behandeln hat. Und die Moralvorstellungen der Bibel sind die Moralvorstellungen des Kanals Stunde der Wahrheit. Und die bitte ich auch jeden zu berücksichtigen, wenn er kommentiert. So, das war noch eben etwas in eigener Sache. Und dann danke ich euch hier jetzt fürs Zuhören und Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich freue mich auf die Premiere, die wir dann in wenigen Stunden zusammen erleben werden. Und irgendwann werden wir auf dem anderen Kanal auch mal wieder die Bibel zusammen lesen. Bis dahin, lest sie für euch selber. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.